Bernhard Russi, man hat das Gefühl, du sagst eigentlich ewig 40, jetzt wirst du 70. Wie fühlt sich das an? Anfühlen tut sich nicht abnormal, aber wenn man immer wieder darauf angesprochen wird, dann findet man das ein bisschen komisch. Effektiv ist es so, dass ich vor 40 Jahren das Gefühl hatte, wenn einer 70 wird, ist ein Stein alt, wird demnächst weg sein. Aber man gewöhnt sich ja daran und das Älterwerden ist ja nicht etwas von heute auf morgen, sondern ist ein fortlaufender Prozess. Also man gewöhnt sich eigentlich mit jedem Tag, mit jeder Stunde, mit jeder Minute daran, dass man älter wird und ich hoffe auch ein bisschen weiser. Die Zahl 7, die macht dir keine Angst? Nein, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen 69 und 71 ist. Also, allerdings, 7 ist ein bisschen eine spezielle Zahl für mich, das gebe ich zu. Ich habe ein bisschen nachgeschaut, ich habe unheimlich viele Skirennen mit dem Nummer 7 gewonnen. Das verflixte 7. Ehejahr, das hast du schon lange hinter dir? Das habe ich schon ein paar Mal hinter mir, ja, das haben wir ein paar Mal schon wiederholt. Ja, blicken wir zurück, du hast es gesagt, 1970, dein erster ganz grosser Erfolg. Du bist praktisch auf einen Schlag zum öffentlichen Kulturgut geworden. Ihr seid dort als Skifahrer eigentlich wie Popstars gefeiert worden. Kannst du etwas erzählen von dem Hype, der dort geherrscht hat? Ja, erstens mal muss man ein bisschen zurückblenden, was das für eine Situation war. Es sind verschiedene Sachen, die dazukommen. Wir als Skination sind eigentlich immer ein bisschen geschlagen worden von den Österreichern und von den Franzosen über Jahre hinweg. Es hat nie so richtig einhacken, obwohl wir auch damals, auch vorher, gute Leute hatten wie Bruckmann, Giovannoli und so weiter. Dann ist es, und ich glaube, das ist noch matchentscheidend, dann ist es so der Boom vom Fernsehen, von den Live-Reportagen. Also, wenn man damals am Mittag den Fernseher eingeschaltet hat und kein Skirennen kam, ist es Ameisenkrieg oder das Testbild und sonst nichts. Und oftmals hat man sich über den Mittag auch über das Fernsehen unterhalten und darum die Geschichte, dass alle vor dem Fernsehen zum Mittagessen sagen und so weiter. Das hat alles dazu beigetragen, dass wir einen unheimlichen Rückenwind hatten. Und ja, ich überlege mir hier, dass es eigentlich schon unheimlich viel Glück braucht im Leben, dass man hätte dürfen, da eine gewisse Rolle spielen dabei. Aber das Leben als Spitzensportler ist ja zum grossen Teil auch fremdbestimmt, oder? Man lebt in einem relativ engen Schema. Trainer sagen einem, was man zu tun hat. Wie bist du mit dem umgegangen? Gibt es da überhaupt Freiheiten? Ich sehe es sogar total anders. Ich glaube, es ist ein riesen Glück, dass man das machen darf. Es ist keiner verpflichtet. Aber der Adolf Ogi hat da mal ein bisschen Bein gemacht dort auf dem Parkplatz. Ist das zum Glück. Ja, Bein nicht, aber Hände und Füße und kalte Arme und so weiter hat er uns gemacht. Klar, auch das ist entscheidend, dass man im Leben mit Leuten zusammenkommt, die einem wecken, die einem sagen, hey, du meinst zwar, du könntest etwas, aber du bist noch weit weg von dem, was du selber erreichen willst. Und das war der Adolf Ogi. Auch ein Glücksfall für uns alle zusammen, nicht nur für mich, sondern für die ganze Mannschaft zu dieser Zeit. Also, Adolf Ogi sagt ja, er wäre nie Bundesrat geworden ohne Sapporo. Ich wäre nie Olympiasieger geworden ohne Bundesrat Ogi. Also nicht ohne Bundesrat, sondern ohne Adolf Ogi. Wie lässt sich ein Familienleben mit so einer öffentlichen Karriere verbinden? Selbstverständlich ist es nicht einfach, für eine Frau mit einem Mann zusammen sein, wo, wenn man an einen Ort hinkommt, sich alles zuerst um ihn kümmert und dann erst um sie. Aber da kann man selber eben auch etwas dazu beitragen, indem dass man die Frau automatisch ein bisschen in den Mittelpunkt drückt. Ich würde jetzt das nicht als grosses Problem anschauen. Ich glaube nicht, dass, wenn es Unstimmigkeiten gegeben hat in der Familie, dass das auf die Öffentlichkeit zurückzuführen ist, sondern das sind Sachen wie in allen anderen Familien auch. Entscheidend ist, dass man das nachher bearbeiten und verarbeiten und die richtigen Schlüsse daraus zieht. Du warst Spitzensportler gewesen, du warst ein populärer Werbeträger, du bist Co-Kommentator, du bist ein begnadeter Bergsteiger.
Was ist das Wichtigste für dich? Und das Wichtigste im Leben ist ganz sicher, das ist sicher Gesundheit. Und zwar denke ich, wenn ich Gesundheit sage, nicht an mich selber, sondern in erster Linie Gesundheit um deine Lieben, also um deine Familie, um die dir nahe sind. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Klar will man selber auch fit und gesund sein, aber das kommt an zweiter Stelle. Du wirst, wie angedeutet, 70. Man sagt, die 70-Jährigen sind die neuen 50-Jährigen. Was sind deine nächsten Pläne? Ich will noch nicht 50 sein, ich will 30 sein. Nein, ist gesponnen. Ich weiss ganz genau, dass es auch biologisch irgendwie gewisse Gesetze gibt. Ich habe unheimlich viele Pläne. Ich will nicht, weil jetzt irgendwie eine andere Nummer hinter meinem Namen steht, mein Leben verändern. Das mache ich überhaupt nicht. Ich glaube nach wie vor, dass in jeder Epoche von deinem Leben man nicht darauf aufhören, an Grenzen zu gehen, weil ich behaupte, dass Grenzen sich automatisch selber verschieben. Danke vielmals und einen schönen Abend. Ja.